Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es geht wieder weiter. Aktuell sind wir hier am Hayasee unterwegs und der letzte Part war mal wieder semi-erfolgreich, hätte ich gesagt. Da haben wir nicht so richtig was auf die Ketten bekommen, sag ich mal. Ein paar Herzteile und so, aber ansonsten eher nicht so krass. So, wie sieht's denn eigentlich mit dir aus? Kann ich dir mal was Schönes vorflöten? So, könnte wichtig sein für die Zukunft. Aber vielleicht habe ich das auch schon aktiviert, dass das automatisch erscheint, wenn wir die Ocarina rausholen. Ist auch möglich. So, ich gehe mal kurz hier rein. Ah, schöner Raum, Leute, schöner Raum. Komm, da muss doch wenigstens ein Item dabei sein, was ich brauchen kann. Es gibt so viele goldene Skulltulas, ne? Schlimm. Ah. Komm schon. Mensch. Wow. Wie ich einfach kein Item bekomme. Wie viele Item-Möglichkeiten es einfach gibt und ich die ganze Zeit einfach nur Nieten ziehe. Das ist doch schon traurig, oder? Wahnsinn. Ja, wir brauchen irgendwo erstmal ein Item, wo wir sagen, oh ja, das, damit können wir was anfangen, da können wir jetzt erstmal irgendwo weitermachen. Also Majora's Mask, oh, guck mal da. Stimmt, da gibt's ja auch was zu holen. Da gibt's auch freistehende Rubine. Jo, ich sehe die Dekomaske. Geilo. Erstmal ein Herzteil. Ah, schön, schön, stimmt, habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. So, die Dekomaske müssten wir auch erreichen können. Hahaha, yo, geil. Schön. Erstmal ein schönes Kern-Item. Ah, wundervoll. So, da haben wir hier noch ein Skulti-Symbol. Nummer 7. Ja, theoretisch können wir von hier aus ja auch nach Soras Domain tauchen. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Könnte man machen. Aber ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal noch ein bisschen in Ocarina of Time. Denn wir haben immer noch ein paar Punkte, die wir abschließen können. Zum Beispiel hier ins Grab reingehen. Drüben gibt es eine neue Skulti. Ein paar Sachen können wir noch machen. Ach, schön. Oh, hier schön Pokémon. Rote Edition. Wundervoll. So, dich lasse ich mal wegfliegen. Auf Wiedersehen. Ich will nur an den Stein, auf den du saßt. Tschüss. Die Musik, ey. Tralala, la, la, la. Okay. Ach, shit. So, jetzt aber. Komm, du hast was Schönes, oder? Piece of Heart. Für Majora's Mask. Ach komm, wir nehmen es mit. Was wir haben, das haben wir. Und da oben wird nichts drin sein, schätze ich. Ah, kriege ich auch sogar nicht kaputt, okay. Schade. Na gut. Ja, ich habe gesagt, wir haben jetzt erstmal das Geld. Da können wir mal ein bisschen was ausgeben. So, ich denke, es wird auch gleich wieder Nacht werden. Da gehen wir nochmal kurz darüber und holen uns die Skulti. Da müsste als Kind noch eine sein. So viele Skultis konnten wir auch noch gar nicht einsammeln, weil uns einfach die Möglichkeiten mit dem Boomerang fehlen. Leider. So, okay. Ja, dann haben wir ein paar Löcher auf jeden Fall, die wir erkunden können. Und jetzt gibt's erstmal eine Skulti. Let's go. Degustik Upgrade. Das ist wahrscheinlich für Ocarina of Time, nehme ich an. Ich glaube, in Majora's Mask gibt es das gar nicht, das Upgrade. Aber das kann ich hier nicht verzeichnen, soweit ich das sehe. Nee. Nee. Schade. Aber ist eine nette Sache, sag ich mal. Das heißt, wir haben jetzt auch 20 Degusticks, ne? Ja. Schön. Nee.
Nehmen wir mit. Okay, dann hätte ich gesagt, wir schwimmen einmal rüber und gehen nochmal in die Overworld. Ja, wie gesagt, wir können halt auch noch Soras Domain abchecken. Da können wir auch nochmal das Item-Spiel machen. Da gibt es einen Laden. Aber jetzt da reingehen? Oder später? In Kokiri-Wald können wir auch nochmal gehen. Da können wir auch ein bisschen was machen. Verlorene Wälder. Goronia. Gibt noch einiges zu tun. Gibt noch einiges zu tun, Leute. Okay, ich gehe erstmal auf die Overworld zurück. Ich würde sagen, die machen wir erstmal schnell fertig. Weil das sind nicht mehr so viele Sachen. So. So, einmal haben wir hier in der Mitte noch ein Loch. Und dann haben wir da hinten noch ein Loch. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch auf der Overworld. Oh yeah. So. Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein, dass ich hier ständig nur 5 Rubine krieg. Wahnsinn. Ist ja überhaupt nichts los hier. Traurig. Ah ne, guck mal, hier ist auch noch ein Loch. Da ist ein Loch und da hinten ist aber auch noch ein Loch. Ja, also 2 Löcher noch und dann haben wir es, glaube ich. Schon wieder. So, gleich beginnt der zweite Tag. Wieder Geld. The second day. Aber wir haben jetzt die Majora's Mask Maske. Die Majora's Mask Maske. Die Deko Maske. Sorry. Was laber ich schon wieder? Genau. So, jetzt gibt es hier noch ein Loch. Und dann hätte ich gesagt... Oder gibt es hier sogar 2 Löcher? Nee, ne? Nur unter dem Stein ist, glaube ich, einer. Ne? Ne? Dann hätte ich gesagt, gehen wir nochmal über Gerudo Valley. Oh! Das ist gut. Da gibt es auch ordentlich was zu holen. Da gibt es richtig was zu holen. Aber da kommen wir beim... da kommen wir beim Friedhof wieder raus. Da müssen wir auf jeden Fall öfter rein. Oh shit. Oh shit, das wird interessant. Okay, warte, ich speichere mal kurz. Das Gute ist, wir haben die Hasenohren. Alter, Nairus Love! Yo! Nehmen wir mit. Schönes Item. Das ist ein Minus-Rubin, oder? Ich will es mal kurz ausprobieren. Das war, glaube ich, ein Minus-Rubin. Okay, das war jetzt schon der erste... Aber hier müssen wir halt öfter mal ran. Denn hier gibt es halt in jeder Ecke ein bisschen was zu finden, ne? Deswegen einmal alles unter die Lupe nehmen. Und ich glaube, hier ist egal, welche Richtung ich nehme. Das kommt auf selbe hinaus, genau. Oh, Eispfeile. Blue Fire Arrows, genau. Das sind nicht Ice Arrows, sind Blue Fire Arrows. Aber... Oh, ich verliere Herzen, das ist schlecht. Die Frage ist das jetzt Majora's Mask oder was ist das? Weil ich hab die hier nicht mal. Fire Arrows, Light Arrows. Mehr habe ich hier gar nicht. Aber die sind jetzt für mich, oder? Ice Arrow, ja. Aber die habe ich... Die habe ich hier auch nicht drin. Das ist ja auch doof. Das ist schade. Na egal. Wir haben sie. Es sei denn, ich kann... Ah, okay. Alles klar, verstehe. Okay, Eispfeile. Man kann da also ein bisschen rumklicken und da kriegt man solche Items. Okay, wir müssen aufpassen. Es gibt hier viele schöne Items, aber... Wir verlieren Herzen. Shit.
Das bedeutet, ein bisschen konzentrieren müssen wir uns. Wow, sagte er. Und starb. Ja, Geld. Sehr schön. So, hier gibt es jetzt auch wieder ein bisschen was zu holen. Okay, hier nicht. Okay. Ein Item haben wir. Ich weiß nicht, soll ich es erstmal zu Ende bringen? Ist halt scheiße, wir verlieren jedes Mal ziemlich viele Herzen. Einen ganzen Herzcontainer halt, ne? Ich muss echt aufpassen auf sein Feuer. Ja. So, hier müsste erstmal alles soweit clear sein. Da ist ein Schlüssel. Smoky Water. Smoky Water. Nee, geh weg! War da auch noch was? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Shit. Oh, schaffe ich das noch? Oh, ganz knapp nicht. Nein! Okay, Smoky Water Temple haben wir noch bekommen. Zack. So, einen Versuch haben wir jetzt noch. Also, wir dürfen jetzt nicht mehr ganz so gierig sein. Und am besten wäre es noch, wenn wir es unter einer Minute schaffen. Auf das Game freue ich mich ja auch schon in Majora's Mask. Halt mit dem Butler, ne? Das ist auch ein besonderes Ereignis, sag ich mal. So, warte mal, hier war jetzt aber nichts mehr, ne? Ne, der hat nichts. Okay. Alles klar, sollte ich unter einer Minute schaffen, dann haben wir das auch abgeschlossen. Dann kriegen wir theoretisch sogar zwei Items. Hoffe ich. So. Naja, Hookshot. Ich glaube nicht, dass der Hookshot da drin ist. Jo, Herzteil ist da. In Ocarina of Time scheinen die Herzteile nicht gerandomized zu sein. So, und was haben wir hier noch? 5 Rubine. Wow. Na gut, dafür haben wir viele andere schöne Sachen bekommen. Ach shit, hier komme ich ja nicht durch. Ach nein, jetzt hänge ich hier wieder fest, ne? Watch out! Stimmt, hier komme ich nicht weiter als junger Link. Ah! Hab ich vergessen. Okay, warte, wie machen wir das? Ich werde einfach das Spiel kurz neu starten. Okay, speichern. Beenden kann ich es gar nicht, oder? Warte. Nee. Okay, wir starten mal kurz neu, Leute. Okay, ich habe das Spiel neu gestartet, Leute. Wir sind wieder im Kokiri-Wald, so wie das nach einem Spielstart ist. Einem neuen Spielstart. Und hier können wir aber auch ein bisschen was machen, theoretisch. Einerseits haben wir Talon ja wieder geholt. Der war, glaube ich, hier drin. Oder? Ja. Das heißt, hier können wir schon mal das Hühnerspiel machen. Ich hoffe, ich schaff's beim ersten Mal. Das wäre toll. Oh. Schöne Musik. Aus Zelda 2. Okay, nice. Haben es geschafft. Direkt beim ersten Mal. Sehr schön. So. Ah, Mann. Schade. Okay. Egal.
Trotzdem haben wir es geschafft. Ansonsten, wir haben da oben noch ein Loch, was wir holen können mit dem Song of Storm. Und dann könnten wir halt in den Kokiri-Wald reingehen. Aber wir haben auch noch ein Herzteil bei der Leiter im Gerudo, in der Gerudo-Schlucht. Also wir haben noch einiges zu tun eigentlich. Ha. Oh. Punktlandung. Nenne ich das. Okay, wir sind wieder mal Majora's Mask drin. Hier kann ich nur nicht viel machen, glaube ich. Auch so ein bisschen Geld sammeln. So, verkaufst du auch was anderes oder verkaufst du Erbsen? Okay, cool. Bei dem kann ich wirklich magische Bohnen verkaufen. Oder kaufen. Das ist nicht schlecht. Die könnte ich jetzt hier einpflanzen. Und dann könnte ich da hochfliegen. Ich glaube, das mache ich auch. Wir haben ja eine leere Flasche. Wie viel kostet denn die nächste magische Bohne, wenn ich mal fragen darf? Ja, nehmen wir mit. Oh, kostet immer nur 10 Rubine. Ah, ist halt, wenn ich resette, dann sind sie weg, ne? Das sollte ich halt bedenken. So. Dann nehmen wir gleich mal eine Flasche Wasser mit. Und ruf da. So, dann kriegen wir hier oben auf jeden Fall einen schönen Schatz. Oh, ja, das nehme ich mit. Dins Feuerodem. Sehr schön. So, ich würde auch nochmal Wasser mitnehmen. Da sind wir gut vorbereitet und können vielleicht nochmal ein bisschen was machen. Okay, raus hier. Es geht weiter in Ocarina of Time. Sehr, sehr interessant hier alles, ey. Wow. Aber wir haben jetzt ins Feuerinferno. Ach, die Siedler. So, ihm hier kann ich noch nichts vorspielen. Magische Bohnen habe ich auch nicht. Flasche habe ich auch nicht. Aber hier ist ein Deku-Kerl, soweit ich weiß. So. Do you want a fairy? Ja, was für eine Fairy? Ich will jetzt halt nicht sinnlos Geld ausgeben für irgendwas, was ich jetzt nicht weiß, was es ist. Wenn es jetzt die Fee von Majora's Mask wäre für Uru-Stadt, dann ja, klar, würde ich ausgeben. Aber vielleicht ist es halt auch so eine normale Fee, ne? Oder steht es dann da? Das ist halt die Frage. I don't know. Sollten wir uns merken. Ist wichtig. Okay, hier kann ich auf jeden Fall das mal kurz machen. Ne? Auch nur eine Fee. Fairy. Fairy Majora's Mask. Mehr steht nicht da. Okay. So, dann könnte man hier noch das Spielchen spielen und dann ist auch der Part schon zu Ende, ne? Hoch, A hoch. Hm, das ist leicht zu merken. Hoch, A hoch. A. Ey, nice. Guter Song. Gefällt mir. Sehr schön. Jetzt wieder hoch, bitte. Shit. Okay, A hoch rechts. Ah, das reicht schon. Kriegen wir da auch schon das Item? Jo, perfekt. Für Majora's Mask? Nö. Dankeschön, ciao. Perfekt.
Dann sollte man ja bei Majora's Mask jetzt langsam auch einen Herzcontainer dazu gewonnen haben. So, hier können wir wie gesagt nach Goronia. Ob ich hier mal ein paar Nüsse krieg? Ich brauche ganz dringend welche. Nö. Schade. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier im nächsten Part dann weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und bis zum nächsten Mal zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Tschüssi, Leute.